Todesanzeige im Zürcher Hauptbahnhof zieht Blick auf sich. Mit einer fiktiven Toten macht Juso auf ein reales Problem aufmerksam. Auch dieses Jahr sterben Flüchtlinge im Mittelmeer. Die Politik reagiere laut Juso nicht angemessen auf diese Tragödie. Wenn man wieder den Tenor momentan anlässt, ist es sehr viel, dass man mehr repressive Massnahmen will, dass man mehr verhindern will und dass man dann wieder Leute wegjagen kann. Der Fakt ist aber, mehr repressive Massnahmen führen nicht zu weniger Menschen, die flüchten, sondern es führt zu mehr Menschen, die auf der Flucht sterben. Und wir wollen einfach, dass man den Bürgerlichen die Augen öffnet, dass ihre Politik dafür verantwortlich ist, dass Menschen sterben. Und man darum sollte einen Politikwechsel angehen, um wieder Menschenleben probieren zu retten. Das ist halt eine typische Juso-Provokationskampagne. Es ist aber vor allem überhaupt nicht nötig, irgendwie darauf hinzuweisen, dass es Einzelschicksale und Menschen sind, weil das wissen wir selbstverständlich, das ist jedem bewusst. Es gibt sehr viele Schicksale, tragische Schicksale auf dieser Welt. Es gibt Millionen von Menschen, die von Armut betroffen sind und darum sterben. Es gibt übrigens auch Tausende von Menschen, die sehr schwierige Schicksale in der Schweiz erleiden. Zwei Jungparteien, zwei völlig verschiedene Meinungen. Auch wenn man nicht mehr so viel davon hört, es kommen auch dieses Jahr noch viel mehr Flüchtlinge als letztes Jahr. Die Menschen, die sterben im Mittelmeer, werden als Massen angeschaut und nicht als Menschen. Und darum wollen wir einfach darauf aufmerksam machen, mit diesen Plakaten, halt ein bisschen provokativ, dass es einzelne Menschen sind und dass es nicht einfach nur eine Zahl ist und dass die Menschen genauso das Recht darauf verdient haben, dass man um sie trauert. In der Politik wird halt teilweise auch mit der Provokation geschaffen. Da habe ich an sich nichts dagegen. Aber ich finde einfach die Aussage sehr fragwürdig, weil die Problematik ist ja, was soll jetzt die Schweiz da konkret tun? Und der Grund, warum so viele ja den Weg über das Mittelmeer auf sich nehmen, ist ja, weil die Anreize viel zu gross sind. Bei den Passanten im HB kommen die Plakate mehrheitlich gut an. Ein originaler Weg, um zu sagen, ja, jemand ist gestorben dort und um uns auf das Thema aufmerksam zu machen. Todesanzeige verraten und das ist etwas, was jeden Tag in der Zeitung sieht. Das ist, heute braucht es Reisserisches. Das ist jetzt nicht links oder rechts gerichtet, das ist jetzt einfach menschlich und um das geht es ja auch. Am 8. Juni organisiert Juso dann auch noch eine Mahnwache auf dem Helvetiaplatz. Auch dort gedenkt man den namenlosen toten Flüchtling vom Mittelmeer.